Ja, herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play LS15 auf der Holzhausen Map. So, dann wollen wir mal wieder weiter dreschen. Er läuft ja noch, wir haben ihn nur abgestellt. So, ein bisschen gucken. So, da. Und die Maschinchen wieder an. Und los geht's wieder weiter. So, ganz zum Schluss nehmen wir hinten das restliche Raps mit, was wir letztes Mal stehen lassen haben. So, ja, der Helfer, der fährt noch, man sieht's. Deswegen haben wir den Inspektor, das ist quasi. Na, ich fahre jetzt erstmal hier wieder zurück. Das Schneidwerk ist mir zu klein. Kann ich kaum sehen, wo noch was steht und nicht. Aber ja, nicht viel, aber trotzdem. Wir müssen jedes Grashalm, auf Deutsch gesagt, mitnehmen, auch wenn es Raps ist. Aber wir nehmen das auf jeden Fall. Weil wir brauchen jeden Cent. Apropos Cent. Ihr habt schon gesehen, Münzen gibt es hier in diesem Spiel auch. Das haben sie gefixt mittlerweile. Ich weiß aber nicht, auf welcher Version sie gefixt haben. Und man kann diese Münzen auch wegwerfen. Das ist gefixt, das ist auf jeden Fall klar. Und dann werden wir uns irgendwann mal dran setzen, dass man so zwischendurch, wenn man da gerade herfährt und dann sieht oder halt die Münzen langsam sammeln. Damit wir da mal ein bisschen quasi Unterstützung kriegen. Das hört sich doch ganz nice an. Ich weiß aber nicht, wo sie liegen, also ich muss auch erst gucken, wo sie sind, die ersten. Und dann schauen wir mal. Wir finden die schon alle, die 100. Irgendwann. Weil sie auch ab 10 Jahren, glaube ich, angezeigt werden. Wo sie auf der Map sind, dann finden wir die auch auf jeden Fall. Aber die ersten 10 müssen wir erstmal so finden und das wird auch schon schwierig genug, denke ich. So, dann haben wir es gleich die Runde geschafft. Oder die halbe Runde. Der Helfer ist immer noch dabei. Ja, mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Der Auspuffballen, der macht so ein bisschen unscharf die Sicht, wenn man hier so hätte. Uah, der Baum im Weg. Ach so, wir sind schon hinten. Alles klar. So, ist kurz vom Zaun wieder. Und dann reißen wir einfach mal hier das Ruder rum. Naja, haben wir nicht geschafft. So, jetzt aber. Jetzt geht's wieder voran. So, so, so. Ja. Dann sage ich mal, ist das so, dass wir gleich erstmal, wenn wir mal hinten wieder sind, mal in den Shop gehen. Wir haben dann nämlich letztes Mal gesagt, wir wollten gerne im Shop gehen und die ganzen Schlepper mal einmal aufrufen, die wir haben, so als Mods. Ich habe vor auch, wenn es geht, überwiegend nur mit Mods zu spielen, weil mich das mehr reizt als mit den Standardfahrzeugen immer. Aber halt nicht alles mit Mods. Und dann mal gucken, was wir so hinkriegen. Deswegen öffne ich gleich mal den Shop, wenn wir hinten sind und abgetankt haben. Weil wir haben das jetzt beim letzten Part ja vergessen aufzurufen, weil. Wie sollt ihr da irgendwas in die Kommentare reinschreiben, wenn ich da nicht mal die Liste aufgemacht habe, was für Schlepper wir haben? Ne, das geht ja da nicht. Das ist ja nicht wirklich einfach, sag ich jetzt mal. Man kann zwar irgendwas drin schreiben, aber ob ich den dann hab oder nicht hab, das ist ja dann immer noch so eine Sache für sich, ne? So, einmal an der Ende hier. Und dann wollen wir hier weitermachen. So. Ja, so läuft das. So, wie sieht's denn aus? Alles klar. Ja, so geht das, wenn ich gerade fahre. Dann sehe ich den Abstand. So. Machen wir schon mal hier den Tankrüssel wieder raus. Ah, nicht hupen. Falsch, das erwischt. So. Stellen wir ihn mal aus. Reicht das nicht? Müssen wir doch noch näher. Hallo? Der Anhänger ist auch gar nicht voll hier. Ach, jetzt muss ich quasi bis vor die Scheune fahren. Gibt's ja gar nicht.
So, dann gehen wir jetzt mal hier aus dem Drescher raus. Gehen ein bisschen hier rüber, wo eine schöne Idylle ist. Und jetzt gehen wir mal eben in den Shop einmal rein und gucken unsere Traktoren nach, die wir alle haben. Ich blätter mal langsam durch und erzähle was dazu. Also wie gesagt, diese russischen, oder was das sind, diese Alali-Modpack da. Die roten Dinger, die sind mir zu klein. Auch wenn wir jetzt so weit sind und wenig Geld haben, sind die aber irgendwann auf Dauer gesehen zu klein. Der Johnny, das ist ein schönes Ding, keine Frage. Achso, jetzt habe ich verkehrt geklickt. Hier musste ich klicken. So, wie gesagt, die sind Spritfresser auch, finde ich. Diesen Raber hier, Steiger. Die LKWs könnte man sich am Anfang vielleicht leisten, aber nur vielleicht, weil halt da auch Aufbauten drauf gehören. Dann haben wir einen schönen Puma, der gefällt mir bisher persönlich auch gut. Also die beiden. Dann habe ich allgemein Maxums in verschiedenen Varianten von der PS-Zahl her gesehen. Dazu gehört natürlich ein Originalgewicht irgendwann. Hier eine Sonderedition. Ja, dann haben wir noch so die kleineren, so die JXUs. Nochmal ein Maxum halt. Einen alten ERC. Aber ich weiß nicht, ob der denn einen Bug hat. Ich glaube, den nehmen wir lieber nicht. Einen Challenger haben wir zur Not nochmal, wenn wir mal ganz groß sind. Dann haben wir noch Class Axion. Die kleinere Variante hier. Dann die größeren, dann die 59er schon. Dann haben wir noch ein paar Xerions. Ein paar mehr. Haben wir drei Varianten. Und dann haben wir hier noch ganz klein. So ein auf Deutschland Spaßtraktor zum Rumfahren. Dann haben wir halt noch einen Deutz, etwas größer. Alten Eicher, den fände ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, schon mal schön, weil er halt 35.000 nur kostet, hat aber halt nicht die Leistung, um irgendwie diese Maschinen zu ziehen. Den könnte man sonst zur Not für die Anhängergeschichten oder vielleicht zum Mähen oder so. Dafür ist er gut genug. Dieses 824, das ist eine ältere Version zwar, aber ich finde den richtig gut. Den könnte man auch zum Beispiel nehmen. So, den Vario Silber, naja, das ist so eine Sache für sich. Diese andersfarbigen Geschichten. Ja, wie gesagt, jetzt kommen die ganzen Fans. Hier die kleineren, die sind auch nicht schlecht. Die haben auch ein bisschen an Kraft. Der 820 reicht auf jeden Fall zum Grubbern und Pflügen. Das schafft er. Wir haben auch noch einen 818 gleich irgendwo. Ah, da ist er ja schon. Der ist auch gut genug. Dann nehmen wir auch einen 7810, aber jetzt nicht diesen. Wir haben den zweimal drin. Den werde ich mir auf jeden Fall holen irgendwann. Wie gesagt, die ganzen Fans kommen alle durcheinander hier. Halt, John Deere haben wir, wie gesagt. Einige verschiedene. Und dann mal schauen. So, IC. Ich weiß nicht, welche davon der Schädlings ist. Deswegen nehmen wir gar nichts von diesen 11 oder 1455er. Den weiß ich gar nicht, wo ich den weggekriegt habe. Aber den werden wir irgendwo nehmen. Auf jeden Fall, naja, die sind ja irgendwann mal ganz viel später. Wenn wir überhaupt die nutzen auf diesen kleineren, mittleren Feldern hier. Ja, bei dem weiß ich, dass der einen Axtschaden hat. Den werde ich auch nicht nehmen. Kirovets vielleicht, mal schauen. Ja, und dann haben wir noch halt Mercedes ein bisschen, noch einen kleineren Johnny. Dann kommen wir nach Steyr, genau, die habe ich auch vergessen, noch die Steyr-Jungs hier. Die sind ja auch noch gut dabei. Zumindest hier diese CVT, die finde ich ja relativ gut. Die kleineren, älteren jetzt nicht so unbedingt, aber die größeren schon. Ja, das waren die Mods von Schlepper. Ja, dann könnt ihr euch mal in Kommentare auslassen, von wegen, welche wir nehmen sollen. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder raus. Machen den Drescher diesmal aus, damit er nicht so viel Sprit frisst. Und gucken mal, was der Helfer so sagt. Ja, guck mal, der macht sein Ding jetzt mittlerweile ganz gut. Lässt hinten auch so einen schönen passend Platz, ne? Damit man so ein bisschen wenden kann, damit er auch nirgendwo hängen bleibt. Ja, guck mal, fährt fast am Feldrand nur hin. Kaum drüber weg. Ja, sonst wäre er mal hier noch 4 Meter weiter gefahren. Das läuft so schon. Das geht.
Ja, aber dadurch, dass wir einen Helfer halt haben, haben wir auch oben weniger Geld irgendwann zur Verfügung. Dann gehen wir nochmal eben in den Shop rein und gucken, was wir haben. Wir haben halt den Trecker, den Drescher, einen Anhänger, Grubber, Sämaschine, Spritze. Unser Gewicht, das ist alles, was wir brauchen auf jeden Fall. Was mir gerade noch einfällt, wo die Spritze, das wir dir haben, dieses Weizenfeld, was wir jetzt haben, was der Helfer am Helfen ist, hier am Säen ist, das werden wir nachher auf jeden Fall auch düngen. Bei dem Rapsfeld lassen wir das jetzt, weil wir jetzt an der Ernte dabei sind, aber demnächst düngen wir alles, weil es halt mehr Ertrag gibt. So, dann wollen wir noch eine Runde dreschen. So, den Rüssel fahren wir wieder ein, weil wir hinten Bäume haben. So, anschalten. Da wackelt er einmal. Und dann geht es dran lang wieder. Ja, ich denke, dass wir nachher auch hier insgesamt zweimal hoch und runter fahren können. Mit einer Tankfüllung. Das probieren wir gleich mal aus. Weil ich gesehen habe, dass wir eben ungefähr die Hälfte nur hatten. Aber der Anhänger ist ja schon ein bisschen gefüllt, müssen wir auch alles drauf kriegen. So. Ja, was kann man denn noch sagen? Alleine ist es wirklich ein bisschen langweilig, deswegen hätte ich manchmal vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund. Also wer irgendwo vernünftige Musik hat, wo man keine Probleme halt kriegt, da wäre super, wenn er seiner mal schreiben kann. Und halt noch halt Spielpartner wären cool. Wie gesagt, ich mache maximal bis vier Slots auf, das heißt drei Helfer. Das wäre natürlich optimal. Aber die Jungs, die haben ja dann ja Spaß beim Spielen, hoffe ich auch. Die müssen wir auch erstmal mit reinkriegen ins Boot. Ne, das ist auf jeden Fall klar. So, jetzt sind wir gleich hinten wieder angelangt. Wir fahren jetzt hier schön im Kreis drumherum. Halbwegs, ohne abzusetzen, das schafft er schon, die Kurve hier. Aber halt die 90 Grad Kurven, da heben wir dann doch mal wieder aus. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. So, wie weit sind wir? Gar nicht so schlecht. Dann wollen wir mal hier umsetzen. So, und dann wieder runter. So, da wir jetzt 30% drin haben, wir unten sind wir ungefähr auf 50, weil wir ja einmal die Querbahn hier haben. Diesel gleich hoch runter, könnten wir viermal ungefähr schaffen. Aber dann haben wir auch Meister vom Feld schon runter, wenn wir das einmal gemacht haben. So, und wie man sieht, ich habe den Strobot-Strom-Mod da mit bei hier. Man sieht es, der legt dieses Rapsstroh auch ab. Aber ich glaube, pressen kann man das nicht, ne? Mal eben einmal reingucken. Nein, bei Raps macht er das nicht. Ne, macht er nicht. Oder? Haben wir nicht. Na gut. Ist auch egal. Ich habe schon mal gesehen, dass welche das gemacht haben. Ist aber sehr selten, das Stroh zu pressen. Weil sich der Aufwand ist wahrscheinlich nicht so wirklich lohnt. Deswegen machen das auch nicht so viele. So, das machen wir weg, damit wir ein bisschen mehr sehen. Ja, und dann, wenn wir wieder abgetankt haben, machen wir wieder Folgenpäuschen. Die Zeit ist schon wieder so weit. Jo, und dann geht's weiter. So. Zack. Am Ende angelangt. Ausheben, runter machen, weiterfahren. Das ist das Motto. Genau. Ich finde, dreimal rundherum mit dem Kleinen müssen wir fahren, damit wir hinten vernünftig wenden können, ohne dass wir hier Probleme nachher kriegen. So, den können wir schon einmal wieder rausfahren hier. So. Erstmal ausheben. Stroh noch ein bisschen verhäckseln lassen hier. So, dann können wir jetzt ausschalten. Und dann wollen wir nochmal den Rest hier abtanken. So, so klappt das gut. So, machen wir den schon mal aus. Dann tankt er trotzdem ab und haben wir gar nichts verpasst hier. Hier guck mal, was der Helfer, ob der noch fährt. Wir sehen gar nicht. Aber er fährt noch. Jo. Zumindest ist er noch drin. Ist jetzt irgendwo da hinten in dem Baum. Ja, Leute, ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.